Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Heute an einem Samstag. Oder? I doubt it. Ihr wisst, ich hab's nicht so richtig mit den Wochentagen. Schreibt mal, ob's geklappt hat mit dem Samstag. Ich drück mir selbst die Daumen. Und heute habe ich euch einen Fall mitgebracht, der extrem verwirrend ist. Ich sag euch, ihr werdet bis zuletzt keine Ahnung haben, was wirklich passiert. Verspreche ich euch. Die Wendung, die habe ich nicht kommen sehen. Und vor allen Dingen ist es ein Fall, der zeigt, wie gefährlich das Internet ist. Und hold up, jetzt, ich will jetzt nicht so einen machen auf, glaubt nichts, was im Internet steht und sowas. Klar, das Internet ist eine geniale Quelle an Informationen, die uns im Alltag tagtäglich weiterbringt. Aber, die auch viele Fallen mit sich bringt. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr das vielleicht selber schon mal erlebt habt, aber nicht alles, was im Internet steht, entspricht nun mal direkt der Realität. Sei es die Bilder auf Instagram, sei es Profile, die angelegt werden oder aber auch Fake News, die verbreitet werden. Und an der Stelle interessiert mich natürlich, was habt ihr schon im Internet erlebt, wo ihr gescammt worden seid, wo ihr veräppelt worden seid, wo ihr auf irgendwas reingefallen seid oder später einfach bemerkt habt, das ist überhaupt nicht die Realität. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Und bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, muss ich hier ganz kurz nochmal eine kleine Standpauke halten. Denn, ihr Lieben, ich mach's nicht oft, aber ich habe mal wieder in die Statistiken reingeguckt und die Quote ist immer noch ernüchternd. Freunde, das sind alle Leute, die meine Videos gucken und das sind die Leute, die abonniert haben. Und ich sehe da eine Differenz. Gut in Mathe war ich nicht, aber dass das nicht das Gleiche ist, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Von daher drückt fleißig den Abo-Button. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt geht's los. In 2005 meldet sich Thomas Montgomery bei einer Internetseite an. Diese Internetseite heißt Pogo und die ist vor allen Dingen bei Kindern und Teenagern beliebt. Das ist so eine Gaming-Plattform, wo man aber auch miteinander schreiben kann. Es gibt Foren, verschiedene Chatrooms und eben jede Menge Online-Spiele. Thomas gibt sich den Namen Marine Sniper oder Marine Sniper. Mein Englisch verlässt mich. Auf jeden Fall gibt er sich diesen Namen, der eben darauf schließen lässt, dass er ein Soldat ist und hat auch ein hübsches Profilbild. Darauf ist ein ernst dreinblickender junger Mann zu sehen in seiner Uniform und er hat helles Haar und schöne, kräftige Augen. Ja, so finde ich, kann man das ganz gut beschreiben. In seinem Profil schreibt Thomas, dass er in Irak stationiert ist. Aber das ist gelogen. Er ist gerade gar nicht im Einsatz und er ist auch gar kein Soldat mehr. Ein Sniper ist er noch nie gewesen. Und er ist auch nicht mehr 18 Jahre alt. Thomas ist nämlich 46. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Das Einzige, was nicht komplett gelogen ist, ist das Foto, was er benutzt hat. Denn das ist wirklich Thomas. Nur eben vor ungefähr 30 Jahren. Das alles kann man jetzt mal ignorieren, dann surft er eben auf dieser Seite rum. Gut, man könnte jetzt hier schon ein bisschen bemerken, dass es ja eine Seite für vor allen Dingen Kinder und Teenager ist, aber aktuell macht Thomas ja nichts Verwerfliches. So, er surft halt ein bisschen rum, er guckt sich andere Profile an und klickt dann auf eines, welches den Namen Tall Hot Blonde trägt. Also große, heiße Blondine. Auf den Bildern dieses Profils zu sehen sind wunderschöne Fotos von einem wunderschönen Mädchen. Es ist ein blondes Mädchen, die sehr, sehr jung aussieht. Sie ist tatsächlich um die 17, 18 Jahre alt und Thomas ist sofort hin und weg. Und hier, würde ich sagen, werden jetzt allmählich die Grenzen eingerissen. Dass man sich ein Online-Profil anlegt, welches voll mit Fake-Informationen ist, das kann der Welt ja egal sein. Aber in dem Moment, wo Thomas eben anfängt, Teenager anzuschreiben, wird es in meinen Augen ein bisschen kritisch. Aber wartet ab, das Ganze nimmt gerade erst Fahrt auf. Die beiden fangen schon schnell an, miteinander zu chatten und sie verrät ihm, dass sie Jessie heißt. Wie gesagt, Thomas ist sofort über beide Ohren verknallt. Die Bilder, die Art, wie sie schreibt, ihr jugendlicher Stil, all das wirft Thomas um. Als sie dann sagt, dass sie 17 Jahre alt ist und bald 18 wird, steigt er ein und sagt, er sei selber 18 Jahre alt. Außerdem sagt er ihr, sie solle ihn doch Tommy nennen. In einem Interview wird er später sagen, ich hätte niemals gedacht, dass das überhaupt irgendwohin führt. Ich dachte, das ist alles nur ein Spiel, was wir spielen. Doch dieses Spiel und das harmlose Flirten der beiden wird bald schon zu einer ausgewachsenen Romanze und später zu einer Obsession. Denn Thomas verliert eben komplett den Kontakt zur Realität. Nach der Arbeit, in jeder freien Minute, setzt er sich sofort an den Rechner, um mit Jessie zu schreiben. In seinem Kopf hat er da eine
komplette Romanze, eine komplette Liebesgeschichte sich aufgebaut mit dieser Online-Person, mit dieser Jessie, die davon ausgeht, dass er 18 Jahre alt ist und ein Soldat, der gerade im Irak stationiert ist. Und ich glaube, dass Thomas das zu einem gewissen Grad sich auch so eingeredet hat, dass er sich das so gewünscht hat, dass das die Realität ist, dass er teilweise vergessen hat, dass er ein 46 Jahre alter Familienvater ist. Denn der Ego-Boost, den Thomas da erlebt, der ist enorm. Er fühlt sich wieder jung, er fühlt sich begehrt. Er hat das Gefühl, dass Jessie eben total verliebt in ihn ist, was sie ja vielleicht auch ist. Und so wird er richtig süchtig nach dieser Aufmerksamkeit und nach Jessie. Und im Chat wird alles Mögliche besprochen. Die beiden flirten miteinander. Sie erzählen sich Alltagsgeschichten. Jessie schreibt, wie es in der Highschool war, dass jetzt Abschluss ist. Sie erzählt von dem Sport, den sie treibt. Und die beiden werden auch immer sexueller in ihren Chats. Das Flirten wird immer und immer intensiver. Die beiden fangen an, sich gegenseitig Fotos zu schicken. Thomas verschickt alte Bilder von sich. Jessie verschickt Bilder in Klamotten, Bilder in Kleidern, aber auch anzügliche Bilder. Thomas wird später erzählen, es seien Bilder in provokanten Positionen gewesen. Da lasse ich eurer Fantasie jetzt mal freien Lauf. Aber genau, so heizt sich das Ganze auf jeden Fall auf. Und es geht sogar so weit, dass die beiden anfangen, sich Briefe zu schreiben, richtige Liebesbriefe, sich Geschenke zu schicken. Und Jessie verschickt sogar ihre getragene Unterwäsche. Weiß nicht. Jeder wie er mag, ne? Ich meine, im Fall von Jessie, sie geht ja wirklich davon aus, dass all das, was sie dort verschickt, den 18-Jährigen erreicht, in den sie sich verknallt hat. Ja, deswegen immer vorsichtig, ne? Mit Bekanntschaften aus dem Internet. Freunde, mein Laptop heizt hier gerade so ein bisschen auf. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr in der Aufnahme. Der macht hier gerade richtigen Radau. Ich glaube, ich muss mich echt mal um den Speicher kümmern. Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? Den habe ich so zugemüllt, den Arm, weil ich nie irgendwas entleere oder lösche. Naja, die beiden fangen auch damit an, miteinander zu telefonieren. Stundenlang. Und wie gesagt, teilen alles miteinander. Es ist eine feste Routine für beide, dieser tägliche Kontakt, dieser tägliche Austausch. Und für beide ist es mehr Realität als das wahre Leben. Das ist das, was Tommy, also Tom, später erzählt, dass diese gesamte Romanze sich echter angefühlt hat als das, was bei ihm zu Hause war, als seine Familie, als die Beziehung zu seiner Frau. Das im Internet und das am Telefon war für ihn wichtiger und echter. Wenn Jessie zwischendurch mal nach Fotos von ihm fragt, dann schickt er ihr, wie gesagt, entweder alte Bilder oder wechselt das Thema. Immer öfter weicht er ihr aus, um seine Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Thomas sagt, er war schon so tief darin, dass er so eine große Angst hatte, Jessie zu verlieren. Es war für ihn wie eine Droge, die er jeden Tag gebraucht hat. Seine Worte, das ist ein Zitat. Die Angst, sie zu verlieren durch einen Fehler, den er macht oder durch seine Identität, wenn die rauskommt, war so groß, dass er teilweise richtig verrückt darüber geworden ist. Er hat sich Gedanken gemacht, hatte Eifersucht, hatte Angstzustände, alles wegen dieser Internetbekanntschaft. Er hat auch gesagt, dass er ab irgendeinem Punkt das Gefühl hatte, gar nicht mehr da rauszukommen, weil er schon so tief drin war und die beiden haben tatsächlich schon über Hochzeit geschrieben. Was auch ein bisschen schnell ist, so wollt ihr euch nicht erstmal auf einen Kaffee treffen. Aber ja, die waren wie gesagt beide sehr tief in dieser Sache drin. Etwas, was ihm in die Karten gespielt hat, ist, dass sie in West Virginia gewohnt hat und er in Buffalo. Also diese Entfernung, die konnte er immer gut benutzen, um einem Treffen aus dem Weg zu gehen oder das Ganze eben weiter im Internet fortzuführen, anstatt sich im echten Leben zu sehen und die Lüge auffliegen zu lassen. Aber die Lüge fliegt dann trotzdem auf. Denn Lügen haben kurze Beine, ne? Und so kommt es im März 2006 dazu, dass eine von Thomas Töchtern an seinem Laptop zugange ist. Und in diesem Moment, wie soll es auch anders sein, ploppt eine Nachricht von Jessie auf. Die Tochter liest das und ist maximal verwirrt. Sie rennt sofort zu ihrer Mutter Cindy, der Ehefrau von Thomas, und zeigt ihr alles. Und Augenblicke später hat Cindy den gesamten Chat von Jessie gefunden, liest sich alles durch, sieht die Bilder, die verschickt wurden, sieht die Anrufe, die betätigt wurden und ist komplett schockiert. Sie beginnt zu tippen und sie schreibt eine Nachricht an Jessie. Sie schreibt, "Let me introduce you to these people. The man in the center is Tom, my husband since 1989. He is 46 years old. Do not trust words on a computer. Let this go. You will only be heard by a man who mastered the art of manipulation and lies." Also, sie schreibt, lass mich dir diese Menschen hier vorstellen.
Der Mann in der Mitte, das ist Tom. Er ist mein Ehemann seit 1989. Er ist 46 Jahre alt. Vertraue niemals Wörtern in einem Computer oder Wörtern aus dem Internet. Lass das los. Lass es gehen. Du wirst nur verletzt werden von einem Mann, der Manipulation und Lügen gemeistert hat. Ja, also ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr fair von Cindy, diese Reaktion, weil sie damit Jessie ja eigentlich nur schützt und ihr keine Vorwürfe macht oder sowas. Denn, wie gesagt, Jessie ist ja selber Opfer dieser Geschichte. Sie wusste ja nicht, dass eine Familie dahinter steckt. Sie wusste nicht, dass es eine Ehefrau gibt und wer Thomas eigentlich wirklich ist. Und von daher finde ich das sehr, sehr fair, wie Cindy das geschrieben hat und auch respektvoll, wie sie das formuliert hat und auch gut, dass sie Jessie gewarnt hat. Jessie, die kurz darauf schon diese Nachricht liest, ist natürlich am Boden zerstört. Sie schreibt, sie hasst Thomas und er müsse in den Knast dafür und er habe sie so verarscht und ihr Herz sei gebrochen. Und ich meine, ich kann das verstehen, wenn man da irgendwie dieser gesamten Traumvorstellung verfallen ist und dachte, man hat jetzt den Prinzen gefunden und dann auf einmal bemerkt, dass man über das war über ein Jahr ging das Ganze, habe ich ganz vergessen zu sagen. Und wenn man dann herausfindet, dass man über ein Jahr belogen wurde, das muss schrecklich sein. An der Stelle kurz noch mal eine Frage an euch. Ich bin ja immer gespannt, was bei euch so passiert ist oder was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt. Und ich musste da an eine Sache denken. Ich bin nämlich einmal ganz mies geghostet worden. Ja, das war eine harte Zeit. Ich war irgendwie 14 oder so. Also es ist lange, lange her. Aber ich bin tatsächlich auf Facebook geghostet worden. Ich hatte da jemanden, den ich süß fand. Und der hat mir irgendwann einfach nicht mehr geantwortet. Richtig, richtig gemein. Und da weiß ich noch, das hat mir so das Herz gebrochen, dass ich da keine Facebook-Nachricht mehr zurückbekommen habe. Ich war tagelang am Boden zerstört. Nach einem Monat ging es natürlich auch wieder. Aber da war ich auch eben einer Vorstellung, die ich im Internet aufgebaut hatte, komplett verfallen. Und als dann die Realität eingeschlagen hat, nämlich, dass der mich gar nicht so süß fand wie ich ihn, das war schmerzhaft. Das war schmerzhaft. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr schon erlebt habt. Ich bin gespannt. Auch für Thomas bricht eine Welt zusammen. Nicht, dass jetzt irgendwer großartig Mitleid mit ihm hätte, aber dadurch, dass es alles aufgeflogen ist und Jessie keinen Kontakt mehr zu ihm haben möchte, ist für ihn auch diese Vorstellung von einer Beziehung mit Jessie zerplatzt. Und man könnte jetzt denken, okay, vielleicht war das der Rüttler von der Realität, den er gebraucht hat, um jetzt wieder klarzukommen, um sich wieder auf seine Frau, sein Leben, seine Kinder zu konzentrieren. Aber nein, 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 nein. Unser Thomas, ja, schreibt eine Notiz an sich selbst, in der er schreibt, die Version von Thomas, die gibt es nicht mehr. Ich lösche diese Version von Thomas. Der alte Thomas wurde jetzt ersetzt durch einen 18-jährigen Soldaten. Was bedeutet, dass Thomas diese Identität, die er sich da aufgebaut hat, annehmen möchte? Er möchte der 18-jährige Tommy aus dem Chat werden. Alles, was zu dem älteren Thomas gehört, vernichten. Er sagt, er möchte das so tun, um die Liebe seines Lebens zu erobern. Und er verdrängt die Realität damit komplett. Jessie hingegen versucht gerade auch mit dieser Situation klarzukommen. Und ich konnte nicht herausfinden, wie sie das geschafft hat. Aber sie hat es geschafft. Sie hat nämlich einen Arbeitskollegen von Thomas ausfindig machen können. Dieser heißt Brian und arbeitet mit Thomas in einer Fabrik. Brian ist übrigens 22 Jahre alt, ziemlich gut aussehend, hat so kurze braune Haare, nettes Lächeln und arbeitet, wie gesagt, mit Thomas zusammen. Jessie schreibt ihm, um herauszufinden, ob das alles stimmt, ob die Frau von Thomas die Wahrheit geschrieben hat, ob er wirklich 46 Jahre alt ist, ob er Kinder hat oder ob sie vielleicht einfach selber gelogen hat, um diese Beziehung zwischen ihr und Thomas zu zerstören. So fangen Jessie und Brian dann in einem Chatroom an, miteinander zu schreiben. Sein Username ist übrigens Beefcake. Ja. Und Brian ist dabei sehr, sehr freundlich, schreibt super sympathisch und die beiden gefallen sich irgendwie. Also sie kommen ins Gespräch und fangen dann irgendwann schon an, selber miteinander zu flirten. Dann geht es plötzlich gar nicht mehr um Thomas, sondern die beiden bemerken, hey, Brian ist ja auch 22, also vom Alter her eine gute Ecke näher an Jessie. Die haben mehr gemeinsame Themen und die gefallen sich gegenseitig richtig. Etwas, was jetzt so ein bisschen verwirrend ist, wir müssen das Ganze im zeitlichen Kontext sehen, das spielt ja alles in 2005 und 2006, was bedeutet, dass es ein öffentlicher Chatroom ist. Es ist so eine Art Forum, dasselbe Forum, wo sich auch Thomas und Jessie damals kennengelernt haben. Was bedeutet, dass Thomas die gesamte Konversation mitlesen kann? So, also es ist nicht wie bei WhatsApp oder bei Insta, dass man sich da irgendwie ganz privat was schreibt, sondern die chatten da bei Pogo in diesem Chatroom
und Thomas liest alles mit. Er kann mitlesen, wie beide anfangen, miteinander zu flirten und immer vertrauter zu werden, und das macht ihn verrückt. Vielleicht war das auch so ein bisschen das Ziel von Jessie. Vielleicht wusste sie, dass Thomas das wahrscheinlich mitliest und wollte ihn auch absichtlich eifersüchtig machen. Vielleicht hat sie aber auch einfach nur Ablenkung gebraucht und war froh, von jemand Neues Bestätigung und Aufmerksamkeit zu bekommen, um eben über Tom, also Thomas, hinwegzukommen. Ja, es bleibt so ein bisschen fraglich. Auf jeden Fall, wenn das Ziel die Eifersucht war, dann hat sie das auf jeden Fall geschafft, denn Thomas kocht vor Wut. Schnell schon schreibt der Jesse dann privat an und textet ihr: Brian will pay in blood. Also Brian wird dafür in Blut zahlen müssen, dafür, dass er jetzt hier so mit ihr rumflirtet. Und da ist wirklich so ein Moment, wo man eigentlich alle mal feste rütteln müsste und denen sagen müsste: Leute, das ist ja das Internet. So, es ist nicht die Realität. Können wir alle mal miteinander aufwachen? Mann, Mann, Mann. Aber wartet ab, die Wendung ist immer noch nicht gekommen. Thomas erhöht seine Drohungen mit jedem Tag. Also er schreibt da in die Chatrooms die schlimmsten Sachen rein, aber Brian und Jessie lassen sich davon nicht wirklich beeindrucken. So, sie chatten weiter miteinander, haben weiter Kontakt. Und darüber hinaus exposen sie Thomas allmählich. Das heißt, sie schreiben rein: Hey, hier Marine Sniper, passt alle auf vor dem. Der ist in Wirklichkeit 46 Jahre alt und gibt sich hier als Jugendlicher aus. Passt auf, ein super creepy Typ. Also sie ziehen seinen Ruf da im Internet ordentlich durch den Dreck. Nicht ganz unverdient, ne? Wissen wir ja alle. Aber das ist für Thomas natürlich schrecklich, weil er da in diesen Foren jetzt komplett auffliegt. Aber Jessie schreibt noch privat mit Thomas weiter. Und zwar schreibt sie ihm Sachen wie: Ich vermisse es, Tom. Du auch? Und er schreibt: Ja, du wirst niemals wissen, wie sehr ich es vermisse. Und mein Herz sehnt sich danach, dass du mich wieder Tommy nennst. Dude, what the fuck? Für Thomas bedeutet das jede Menge Hoffnung. Er hat das Gefühl, seine Jessie bald wieder zurückzubekommen und bald diese ganzen Eskapaden überstanden zu haben. Und das Ganze gibt ihm noch mehr Ego-Push als alles vorher, denn er hat jetzt das Gefühl: Hey, sie kennt jetzt meine gesamte Geschichte. Sie weiß, wie alt ich bin, dass ich Kinder habe, und trotzdem vermisst sie mich und trotzdem will sie wieder diesen Kontakt. Das heißt, Jessie liebt mich für die Person, die ich bin. Das heißt, Thomas ist nun fester davon überzeugt denn je, dass Jessie und er füreinander gemacht sind und dass das alles mit ihnen und dieser ganzen Liebesgeschichte noch ein Happy End haben wird. Ja, umso schockierender ist es für ihn, als er irgendwann nach Feierabend einen seiner Kollegen darüber sprechen hört, dass Brian zu Jessie fährt, um sie zu besuchen. Dieses Treffen hat tatsächlich niemals stattgefunden, denn Jessie hat nur Minuten, bevor Brian bei ihr eingetroffen wäre, abgesagt. Er ist sogar durch ihre Straße gefahren, aber Jessie hat sich nicht mit ihm treffen wollen. Thomas hat aber nicht mitbekommen, dass das Treffen gecancelt worden ist, und hatte diese Vorstellung im Kopf, dass die beiden sich gesehen haben und verliebt haben und dass dieser Brian ihm die Jessie weggenommen hat. Die Eifersucht, die jetzt in Thomas brodelt, ist unbeschreiblich. Ein Anwalt wird später sagen: Diese Obsession wurde zur Eifersucht und die Eifersucht sollte zur Rache werden. Und das trifft es sehr, sehr gut. Denn am 15. September 2006 findet man Brian vor seinem Arbeitsplatz liegend mit 3 Schusswunden. Er ist tot und erschossen worden mit einem Gewehr vom Militär. Allen war super schnell klar, wer hier der Täter gewesen sein könnte. Die Arbeitskollegen haben ja diese ganze Dreiecksbeziehung mit Jessie, Brian und Thomas mitbekommen und sagen das dann auch sofort der Polizei. Als sie aber anfangen, Thomas zu suchen, lässt sich der nirgendwo finden. Er ist einfach verschwunden. Die Polizei durchsucht schon bald seinen Laptop und findet dort alles an Drohungen und Nachrichten, um Thomas das Mordmotiv nachweisen zu können. Die Beamten sind sich einig, sie müssen schnellstmöglich Jessie finden, weil Thomas ist weg, Brian ist schon tot und keiner kann einschätzen, in was für einer Gefahr Jessie gerade schwebt. Durch die IP-Adressen findet man ganz schnell ihren Standort und sofort werden ein paar der Polizisten hingeschickt, um zu gucken, ob es Jessie gut geht. Als sie an der Adresse, die sie ausfindig gemacht haben, klingeln, öffnet eine Frau die Tür. Es ist die Mutter des Hauses, Mary Sheila. Sie ist 45 Jahre alt, kleiner, hat eine Kurzhaarfrisur und trägt eine Brille. Sie guckt ein bisschen verwirrt rein, als die ganzen Polizisten vor ihrer Tür stehen. Und die fragen dann direkt: Wo ist Jessie? Wissen Sie, wo Jessie ist? Lassen Sie uns zu ihr. Und dann plötzlich passiert etwas, was keiner hat kommen sehen. Denn diese Frau bricht plötzlich zusammen. Sie hat Tränen in den Augen,
guckt die Polizisten an und sagt, ich bin Jessie. Und die Polizisten sagen, nee, das kann nicht sein. Wir suchen hier nach einer 17- oder 18-Jährigen, die blonde Haare hat und die ganz viel Sport macht und zur Highschool geht. Und dann sagt sie, ja, als diese Person habe ich mich ausgegeben. Denn genau wie Thomas hat sie gelogen. Hinter ihrem Profil von Tall, Hot, Blond steckte Mary Sheila, die 45-jährige Mutter von zwei Kindern, die seit vielen, vielen Jahren verheiratet ist. Und als wäre das alles noch nicht crazy genug, die Bilder, die sie verschickt hat und diese Jessie, ist in Wirklichkeit ihre Tochter. Sie hat sich ein Profil angelegt mit der Identität ihrer eigenen Tochter, hat ihre Tochter benutzt, um an Aufmerksamkeit zu gelangen, um Bestätigung zu bekommen. Und manche der Bilder, die sie Thomas geschickt hat, hat sie heimlich von ihrer Tochter gemacht. Sie sagt, es war wie ein Spiel für mich. Und das finde ich so, so krass einfach. Weil erstmal, wie geschmacklos ist es, deine eigene Tochter zu benutzen und heimlich Bilder von ihr zu machen, um sie dann an fremde Männer im Internet zu schicken. Und dann diese krasse Wendung, dass erst Thomas gelogen hat, aber sie auch gelogen hat und alle verrückt geworden sind wegen eines Profils, was fake war. Sie hat alle geblendet mit ihrem Tall, Hot, Blond Profil. Sie hat Eifersucht ausgelöst. Sie hat ein Drama ausgelöst. Und am Ende ist jemand dabei gestorben. Und das alles wegen eines Fake-Profils im Internet. Jesus! Mary sagt, sie wollte niemals, dass es so weit kommt. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie diese Aufmerksamkeit und diese Streitigkeiten um sich genossen hat. Sie hätte es niemals so weit kommen lassen dürfen. Sie hätte an so vielen Stellen zugeben müssen, dass es sich um ein Fake-Profil handelt. Spätestens als Thomas angefangen hat mit den Drohungen in Richtung Brian, hätte sie alles auflösen müssen oder sich löschen müssen. Irgendwas, um die Lage zu deeskalieren. Am Ende bekommt Thomas eine Haftstrafe von 20 Jahren und der Prozess ist ein super, super schneller. Seine DNA wird am Tatort gefunden. Man findet Bilder von ihm, wo er mit der Tatwaffe zu sehen ist. Er wird auch schnell ausfindig gemacht. Ja, das alles war ihm, wie gesagt, sehr leicht nachzuweisen. Mary hingegen hat ja grundsätzlich nichts Illegales getan. Das heißt, sie ist und bleibt eine freie Frau, weil ein Fake-Profil anzulegen und Leute zu verarschen, ist nun mal in diesem Rahmen nicht gegen das Gesetz. Etwas, das ich ganz schrecklich dabei finde, ist, dass gesagt wird, dass sie nie Reue gezeigt habe. Und ihre Tochter zum Beispiel hat den Kontakt zu ihr abgebrochen, weil sie eben sich so ausgenutzt gefühlt hat von ihrer eigenen Mutter. Aber es heißt, dass Mary sich auch bei ihrer Tochter Jessie niemals entschuldigt habe. Das alles tut mir natürlich für Brian ganz besonders leid. Er war wirklich so der Einzige, der jetzt ja nichts dafür konnte, der Einzige, der nicht gelogen hat und der da einfach reingeraten ist in dieses schreckliche Liebesdreieck. Und ja, das tut mir, wie gesagt, unendlich leid für ihn, weil er auch so jung war. Niemand hat das verdient, aber ihr wisst, was ich meine. Also gerade er, der wirklich nur unschuldig war, hat das am allerwenigsten verdient, wie das Ganze ausgegangen ist. Ja, ich überlege ja wie immer, was wir aus diesen Fällen lernen können. Und ich glaube, es ist ganz, ganz plakativ, dass dieser Fall zeigt, dass wir nie vergessen dürfen, was die Realität ist und was eben Show ist oder wo man lügen kann oder wo ein Konstrukt aufgebaut wird an Lügen oder an Gedanken und Emotionen, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Checkt mal bei euch selber, an wie vielen Stellen glaubt ihr etwas, sei die Wahrheit, wo es vielleicht doch nur ein Filter ist oder eine Bildbearbeitung oder Fake News. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir uns da alle mal so ein bisschen kontrollieren. Ich bin auch jemand, der alles, was er auf Instagram sieht, erstmal für die Wahrheit hält und denkt, alle sehen 5 Millionen Mal besser aus und keiner hat irgendwie so diese menschlichen Probleme wie man selbst. Und sowas ist schon was, wo man mal doppelt drüber nachdenken könnte und vielleicht nicht alles zu ernst nimmt. Ich bin wie immer sehr gespannt darauf zu hören, was ihr zu diesem Fall denkt. Schreibt alles in die Kommentare. Ich freue mich, das später dann zu lesen und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Ich drücke euch ganz doll, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!